Naja, die Kollektoren modern vor sich hin. Ich meine, was soll da groß kaputt gehen? Das sind Siliziumzellen. Das Einzige, was kaputt gehen könnte, sind die Zuleitungen, also die Stromleitungen im Allgemeinen. Seine Hässlung aus. Ah. Den Strom ab. Man kann Geräusche 3 Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Kann. So. Fähigkeit umbauen freigeschaltet. Wähle ein Objekt und drücke Y, um alle installierten Knoten zu entfernen und dann neu zu nutzen. Ja. Könnte ich machen, aber wozu? So, 6 Knoten kann ich ausgeben. Alles klar. Noch in den Plasma-Cutter. Hier kann ich noch auf entweder Schaden oder Tempo gehen. Tempo bringt mir nicht viel. Und Kapazität. So. Zu spät. So. Haben wir denn hier irgendwas herausragendes? Mechanikeranzug? Nö. Einfach.
Überfall rum. Verstehe. Ah, schon haben wir wieder diese unheimliche Musik. Der Dockingport befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Schön. Der wird in diesem Leben aber nicht mehr ausgeführt. Ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Dockingport, der zur Solaranlage führt, am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Jetzt lassen wir hier den Nerd raushängen. Mir Wetten entgegen, wie lange ich hier ohne Feinde bleibe. Ellie, ich habe den Aufzug repariert und gehe jetzt hoch zur Anlage. Was macht Stross? Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Scheiß hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Klingt nach Ärger. Geht sie einfach weiter. War ich dir etwa zu flink? Whisky. Also leben würde ich hier nicht wollen, aber die Aussicht ist cool. Trotz allem.
da drinnen gibt es Sauerstoff. Sehr gut. Scheiße, das mache ich nie wieder. Willkommen in der Solaranlage Sigma 0055. Gesundheit. Eine ordnungsgemäße Identifikation wird benötigt. Bitte warten Sie hier. Ich freue mich drauf. Darf ich euch erlösen? Ich darf euch nicht mehr erlösen. Ihr müsst ihr elendig verhungern. Persönliches Log Howard Phillips. Aufzeichnungsnummer 302. Ich möchte heim. Anti behauptet, sie hätte keine Antwort auf mein Versetzungsgesuch erhalten. Dabei war es schon das fünfte. Fünf Gesuche und nicht eine Antwort? Wie kann das sein? Kommen sie überhaupt an? Liest sie überhaupt jemand? Ich gebe es nur ungern zu, aber die Einsamkeit hier oben ist schlimmer, als ich gedacht hatte. Sie fängt langsam an, mich zu beeinträchtigen. Die einzige gute Nachricht ist, dass Anti behauptet, meine wahren Anforderungen irgendwann autorisiert zu haben. Sie sollte heute irgendwann eintreffen, aber ich kann ihr nichts glauben. Ich bitte schon so lange darum. Ich kann kaum glauben, dass sie mir endlich meine Vögel genehmigen. Die Zeit wird's zeigen. Heute Nacht wird's zeigen. Ach man. Da sind ganz viele Vögel, sehe ich schon. Ihre Rig ist für diesen Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. La. So, was haben wir denn hier Schönes? Warte mal, ich habe da hier Gefahren, Sicherheits, Plasmakarte, bla bla bla. Aber irgendwas in Richtung Mechanikeranzug. Da. Ob wir mit dem rein dürfen. Bereich nicht freigegeben. Bitte treten Sie von der Tür zurück. Nur Alpha-Freigabe, Howard Phillips.
muss ich bei ihm noch mal gucken. Oder kann ich mit ihr reden? Scheinbar nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in dem Spiel ein bisschen ratlos bin. Warte mal, kann ich ihn auseinandernehmen? Warte mal, ich habe eine viel bessere Idee. Lass mal den Arm hier. Und ihn. La 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 la. Das Spiel kann manchmal so absurd sein, ne? Rig-Autorisierung erkannt. Hallo, Stationswachmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ah, der hat einen langen und erholsamen Schlaf. Autorisierte Besuch erkannt. Autoschutz aktiviert. Stationswachmann Howard Phillips, bitte geben Sie einen verbalen Zugangscode zur Autorisierung Ihres Gastes ein. Mir geht's gut. Wieso sind hier überhaupt Babys? Ist doch keine Kinderkrippe hier. Hier verständlich machen kann, dass ich hierher gehöre. Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt. Drei. Bitte antworten Sie. Phillips ist tot, du dusseliger Computer. Hi.
weg von mir! Sonst ist noch alles knusper, ja? Schuss mit dem Plasma-Cutter jetzt noch. Mark, ich weiß, dass Sie doch... Selbst wenn Sie lange genug leben, um die Energie wiederherzustellen, gibt es kein Entkommen. Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Ups. Du hältst mich nicht davon ab, in den Regierungssektor zu kommen. Die menschliche Gier wird ihr Untergang sein. Früher oder später. So. Aber ich glaube, ich muss für heute mal vernünftig sein. Ich warte mal noch bis zum nächsten Kontrollpunkt. Und dann werde ich demnächst mal so lange am Schluss machen würde. Systeme werden gereinigt. Jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Ah, schön. Unautorisierter Besucher, Hauptrechner. Hier spricht Direktor Teichmann. Sofort alle Funktionen der Solaranlage deaktivieren. Systemabbrege gelockt und initialisiert. Charming. Systemabregelung abgeschlossen. Tut mir leid, Clark. Ich weiß, was Sie vorhaben und kann nicht zulassen, dass Sie Erfolg haben. Es steht zu viel auf dem Spiel. Na dann.
unautorisierte Zugriff auf den Hauptrechner ist eine Verletzung des Bürgerrechts der Titanstation. Ersetzen Sie alle Steuerungen und treten Sie vom Sicherheitskasten zurück. Sehe ich gar nicht ein. Wie kommt der Schrimps rein? Autorisierter Besucher, Hauptrechner. So, einmal. Komm ab da. Oh, war das falsche Teil. Auch noch nach einem gewissen Schema einsetzen muss. Lasto, danke, dass du dabei warst. Mir hat es heute auch sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich mache jetzt auch nur noch bis zum... Da musst du jetzt erstmal durch. Ja, ist ja nicht schlimm. Sie verletzen gerade mehrere Paragraphen des Bürgerrechts der Titanstation. Treten Sie sofort von allen Maschinen zurück. Sonst was. Autorisierter Besucher, Hauptrechner. Ich spiele jetzt aber noch bis zum nächsten Speicherpunkt, wie gesagt. Beinhard wie ein Flashbier. Beinhard geht das ab hier.